So, da sind wir auch schon sofort wieder zurück. Letzte Aufnahme in dieser Session. Jetzt bringen wir den Mottenpriester, beziehungsweise er geht selber. Wir gehen zurück zur Dämmerwacht. Gucken mal, was Isram da für uns Schönes hat, beziehungsweise was der Mottenpriester aus der Schriftrolle der Alten so entziffern kann. Sofern unser Weg jetzt ohne weitere Probleme verläuft. Gerade eben sind wir zweimal abgereckt, denn der Mottenpriester war ein bisschen stärker, als wir angenommen haben. Da mussten wir dann bedauerlicherweise diese Rana für opfern. Was heißt opfern? Sie ist noch am Leben, aber sie hat dann erstmal den Kopf vor uns hingehalten und den Halber erledigt, sage ich jetzt mal, damit wir dann den Rest machen können und ihm dann fett eine, ja, überbraten können. So, damit wir dann keine sonnische Probleme hatten, denn wir sind uns dem entgegengekommen und dann hat er, glaube ich, zwei fette Feuerstöße gebraucht und wir waren schon so gut wie tot, beziehungsweise wir sind dann auch zweimal gestorben. Das war dann nicht so lustig. Einmal mussten wir uns dann ja ganz von vorne wieder durchkämpfen. Einmal war ich so intelligent und habe dann einen Safe gemacht, weil ich habe mir gesagt, wir sind einmal gestorben. Warum ist es nicht wahrscheinlich, dass wir noch ein zweites Mal sterben? Und sieh da, es hat sich gelohnt, wir sind ein zweites Mal gestorben. Da mussten wir nur noch ein einziges Mal den Mottenpriester erledigen. Ich bin ganz happy drum. Und sonst müssten wir den jetzt wieder erledigen. Und ich hätte, das wäre zu langweilig geworden. So habe ich dann die Zeit ein bisschen verkürzt. Denn ich will jetzt auch nochmal gerne wissen, was denn jetzt hier abgeht. Ein Mottenpriester habe ich noch nie gehört. Aber schön, jetzt haben wir einen. Ja, wie gesagt, die Session ist immer noch nicht rum. Es gibt immer noch nichts zu hören von Skyrim Online. Das gibt's erst in der nächsten Session. Da muss ich mich noch ein bisschen drauf vorbereiten, Leute. Vergebt mir da, aber ich schätze, wenn ihr das hier guckt, wird die Folge mit der Skyrim Online schon hochgeladen sein. Also kein Problem. Will ich wieder Marathon machen. Na dann, Ich bin gucken wir mal, was beeindruckt, dass Isran Sie zu so erzählen schnell hat. einen Mottenpriester finden konnten. Alle Schriftrolle, ist alles bereit? Um die Schriftrolle zu lesen. Ja, sagt dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Okay, sprich mit dem Mottenpriester. Was kann ich Ah, für da euch ist er. tun? Ah, hallo. Schön, dass ihr es wohlbehalten hergeschafft habt. Ah, mein Retter. Schön euch nicht. Und wie ich anmerke. Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Okay. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Da ist noch einer und da ist Ich einer. sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht Ah, anderswo ja. geschrieben. Hätte ich euch Glaube, auch die vorlesen fehlenden können. Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Kommt, alter Mann. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Oh je. Wenn wir Habt ihr Zeit zwei. für ein kurzes Gespräch? Ja. Habt ihr Zeit für ein kurzes Gespräch? Ja. Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion, er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können.
Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Selbst mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen. Mhm. Ja, ich trau dem Alten aber nicht. Des Vertrauens. Er ist einfach nur von der Prophezeiung besessen. Und soweit ich sehen kann, haben ihm ein paar weitere tausend Jahre der Besessenheit nicht gerade gut getan. Wir hätten ihm einen Zeitvertreib suchen sollen. Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Wo ist denn diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ihr habt doch gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Wir können keine Zeit mit nebulosen Hinweisen verschwenden. Wenn ihr bessere Hinweise als diesen habt, sprecht. Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Bei der Dämmerwacht vielleicht? Hier hätten sie noch unfreundlicher empfangen als mich. Es hätte ein Blutbad gegeben. Und da die Dämmerwacht immer noch hier ist, kann das nicht geschehen sein. Sonst noch Vorschläge? Eingesperrt? Sie sagte, sie wolle wach bleiben, falls es zu einer Lösung kommen sollte. Okay. Es müsste eine von uns sein und, nun, sie ist sehr viel mächtiger als ich. Es ergab einfach Sinn, dass sie hier draußen bleibt. Sonst noch etwas? Wie wär's in Burg Volkikar? Moment, das ergibt fast einen Sinn. Es gab einen Innenhof in der Burg. Ich half ihr dort bei der Gartenarbeit. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Durch die Eingangstür werden sie uns nicht hineinlassen. Wow, was für ein Kommentar von mir. Das stimmt. Aber ich weiß, wie wir in den Innenhof gelangen können, ohne Verdacht zu erregen. Ich bin gespannt. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Okay. Lasst uns zum Geheimgang der Burg gehen. Sie ist auf der anderen Seite der Burg. Gehen wir. Nein. Moment. Ja? Was wollt ihr? Wartet hier. Ich werde etwas zurückfallen, aber ihr werdet mich nicht zurücklassen. Das hier ist zu wichtig. Ich kann es kaum erwarten, den Hof wiederzusehen. Bleib du da erstmal stehen, junge Dame. Bleib du da erstmal stehen. Erstmal. Auch ich brauche mal eine Auszeit. Hoffentlich versteht ihr euch mit uns. So, das nehme ich mir mal mit hier. Ist etwas gewöhnungsbedürftig. Cool, Seelensteile. Die muss ich noch nicht mal dafür stehlen. Das kann man auch noch mitnehmen. Mir ja, gefällt, da ist noch ein bisschen wenig Ausrüstung, aber gut. Es ist schön, jemanden zu sehen, der wirklich vorbereitet ist. Oh, unsere Trolle. Na dann. So, was haben wir hier noch? Eisen. Komm, Eisenmann. Ah. Noch mehr Eisen. Das ist ja cool. Und ich muss es noch nicht mal stehlen. Ein Dwener Zahnrad. Geldbeutel. Ein Dwener Getriebe. Boah, ich muss hier nichts stehlen. Das ist doch auch mal was. So, jetzt kann ich benutzen. Jetzt gucke ich mal, was ich hier alles einschmelzen kann. Gar nichts. Okay. Ich kann nichts einschmelzen. Ja? Was wolltet ihr?
Ich will aber mal gerade gucken, denn wir können ja jetzt elfig herstellen. Okay, dafür brauchen wir Mondsteinbarren. Verschiedene Möglichkeiten, wie man in seinem eigenen Zuhause jeden Augenblick angegriffen und umgebracht werden kann. Ich suche gerade die Rüstung. Die müsste doch hier irgendwo sein. Da ist ja die Elfenrüstung. Die hat einen Wert von 32. Ich habe das Gefühl, unsere ist besser. Oh ja, unsere ist deutlich besser. Ah, schön, das ist ja auch schon Stahlplatten. Keine Stahl, kein, nee, kein Eisen mehr. Oh, das ist nett von dir. Guck mal, hier ist inzwischen auch ein bisschen Einrichtung reingekommen. Aber was deutlich... Den Dämmerwachtteil nehme ich mir mit. Oh, ich bin zu schwer. Na gut, sie muss ja nicht sein. Und runter damit. Muss ich das hier stehlen oder kann es mir einfach nehmen? Cool, ich kann es mir nehmen. Dämmerwacht Panzerhandschuhe. Stahl 9 Stahlbolzen, die nehme ich sehr gerne mit. Da sind noch Waffen drin. Wo könnte ich denn noch gucken? Ich glaube, hier gibt es nichts weiter Spannendes. Da gibt es noch ein paar Wuffis. Die Truhe haben wir bereits ausgeräumt. Gut, dann schätze ich, gibt es hier nichts Neues. Da kann ich ja später mal... Alter, läuft die mir immer noch hinterher? Ich fasse es nicht. Ich will erstmal zurück in meine eigene Bude gehen. Denn, ja... Die Session wird langsam zu Ende gehen. Auch ich gehe hier langsam ein. Ich will jetzt nicht noch oder soll ich damit anfangen? Nein. Leute, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen nach Hause, denn wir haben inzwischen schon wieder so viel Kram mit am Rumschleppen. Da geht es ja gar nicht anders. Ich meine, den ganzen Kram... Wie ihr seht, wir sind kurz davor überladen. Na, wo ist mein Hausnetz? Ach ja, hier, stimmt. Wir sind kurz davor, überladen zu werden. Ich kann den ganzen Kram unmöglich mit mir rumschleppen. Das müssen wir jetzt erstmal zu Hause lagern. Leute, tut mir leid. Eigentlich habe ich ja schon Lust, wieder mal zu Hause vorbeizugucken. Andererseits muss es nicht sein, zwingend notwendig. Ich würde jetzt auch gerne die andere Mission weitermachen, denn ich würde auch mal gerne die andere Burg erkundschaften. Beziehungsweise, was ich auch gerne machen würde... diese Burg, ich habe da schon, als wir waren ja schon einmal mal drin, da habe ich auch mal so einen kleinen Blick reinwerfen können, dass ich da gesehen habe. Und dass es da auch viele, viele wert, sehr, sehr wertvoll und nützliche, vor allem nützliche Dinge zu stehlen gibt, die wir eventuell auch noch im Laufe unseres Spiels gebrauchen könnten. Allerdings habe ich jetzt auch mitbekommen, dass die da noch zwei Schriftrollen der Alten benötigen. Und... Wenn die zwei Schriftrollen der Alten benötigen, meine Freunde. Also einen kann ich euch sagen, da wissen wir ja schon Bescheid, das hat ja die Mutter da. Da wird uns die Mutter weiterhelfen. Bei der anderen Schriftrolle muss ich euch leider sagen, das kann noch ein bisschen dauern. Dafür müssen wir nämlich erst die Hauptquest quasi durchspielen. Denn wenn man die durchspielt, dann bekommt man nämlich eine weitere Schriftrolle. Und die bekommt man erst so ziemlich ganz... Hier, bis auf meiner Bude hier drin. Na, Schatzi. Geile Bude, gell? Naja, auf jeden Fall, die Schriftrolle bekommt man erst so ziemlich am Ende der Hauptmission. Und wir sind... Ja, wieso habe ich denn jetzt die Stahlplattenhandschuhe? Habe ich die nicht etwa an? Doch, die habe ich an. Oh cool, dann hat sich das ja gerade wohl dupliziert. War eigentlich nicht gewollt. Ah, ja, stimmt. Hier haben wir ja unsere Dingsens drin. Unsere Edelsteine. Da müssen wir mal bei Sonstiges gucken. Komm, dann machen wir, lagern wir das jetzt ja auch richtig. Komm, Leute, wenn wir schon mal hier sind, dann haben wir nachher nicht so ein Durcheinander. Dann können wir jetzt auch mal eventuell jetzt schon mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen. Komm, das ist ja wohl jetzt nicht das... Man kann ja auch jetzt zimperlich sein und nein, ich will jetzt unbedingt die Quad-Mission weitermachen. Ja, schön für euch.
Pins doch. Ich will jetzt hier Ordnung halten. So. Das hätten wir so. Was haben wir denn mal hier jetzt? Was können wir denn hier rein tun? Genau, da kommen die ganzen Arbeitsmaterialien rein. Und Pelze und so. Also die Dinger, die Zange, die Zange, die nehme ich mir wieder. Die kommt dann nämlich nicht rein. So, Bärenpelz kommt da aber rein. Drachenknochen, das kommt da rein. Dwener. Für Dwener werde ich eine eigene machen. Und für Dwener, da weiß ich nämlich schon mal aus Erfahrung, da wird noch was kommen. Lederstreifen behalte ich immer, wenn man mal was herstellen will, kann man Lederstreifen immer gebrauchen. Und die wiegen nur 0,1, also kein Problem. Da müssen wir jetzt wirklich gar nicht meckern. Sowas haben wir hier drin. Ach. Gucke mal. So, und das nehmen wir hier wieder. Was habe ich jetzt so viel genommen? Ich habe da jetzt doch was zu viel genommen. Oder? Nicht? Okay, habe ich mich getäuscht. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Das hier, das wird nehmen. Nehmen, nehmen. Ah, nehmen, 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 nehmen. Das massives Dwener-Metall, haben wir gesagt, kommt woanders rein. Nehme ich. Stroh, ich habe ja noch einen Stroh drin, das ist ja interessant. Das nehme ich, das nehme ich. Das, 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 das. So, das kann dann hier rein. Dann haben wir unsere eigene Truhe mit Pelzen, ist doch schön. Pferdefell können dann noch rein. Ich weiß, ich könnte das auch alles verkaufen, aber wofür bitte? Ich brauche momentan kein Geld. Da habe ich noch genug von da. Wenn wir denn Geld brauchen, werde ich hergehen und das verkaufen. Das verkaufen, damit wir genug Kohle bekommen. So, hier habe ich jetzt entschlossen, kommt unser ganzen Dwener-Scheiß rein. Da haben wir doch, ja, da haben wir auch noch was. So, dann haben wir noch etliche Seelensteinfragmente und eine Zange. Soweit ich weiß, kommt der Dwener-Kram. Nicht Dwener-Kram, der Seelensteinkram oben rein. Genau, guck mal, eine nackige Puppe. So, was kommt denn hier rein? Gewöhnliche Seelensteine. Haben wir denn gewöhnliche Seelensteine? Ja, zwei Stück. So, wir haben noch einen schwachen. Was haben wir hier? Winziger Seelenstein. Wie? Ist ganz unten. Winzige Seelensteine haben wir sogar sieben. Kommen alle da rein. Winziger Seelenstein. Armseele kann man noch. So, jetzt haben wir hier. Na, das verwundert mich jetzt. Wir müssten doch jetzt eigentlich zwei winzige. Ja, natürlich. So, jetzt haben wir hier. Boah, bin ich jetzt hier langsam verarscht. Ich habe doch jetzt hier schon wieder doppelt. Ne, müsste abgelegt sein. Falsche Truhe vielleicht? Ne? Ne. Okay, dann haben wir noch ein. Gut. Kleine Seelensteine haben wir sogar 5 hier. Und einen schwachen. Das ist ja an dem Ball. Und dann können wir hier, weil wir davon auch schon so viele haben. Ich frage mich gerade, wo wir die lagern. Habe ich jetzt etwas zu viel abgelegt? Kann man ja gerade nachgucken. Nee. So, ich glaube, magische Dinge haben wir dann noch. Ah ja, da haben wir ja noch was, was wir hier sehr wohl lassen können. Und das gefällt mir sogar ganz gut. Der Stab der Raserei. Der kommt hier hin. Da. Jetzt haben wir hier unseren Stab der Raserei. So. Dann. Haben wir hier in unserem Fass, guck mal, wir haben ja argonischen Blutwein drin. Oh Mann, warum habe ich den da reingetan? Naja, egal. So. Ja, zu futtern haben wir jetzt nicht so viel dabei. So, was kam in den Schrank hier rein? Da kamen Rollen rein.
Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Schrank gefällt mir nicht mit Rollen. Da mache ich die Zutaten rein. Denn ganz ehrlich, das passt nicht so ganz, ne? Die Rollen tun wir wo ganz anders rein. So, das ist jetzt zwar okay, wenn man es auf die Menge sieht, ist es jetzt schon eine ganze Menge, was wir hier wieder verlieren werden an Gewicht, denn wir hatten relativ viele Zutaten, muss ich sagen, hat man dabei. Da können wir auch irgendwann ein bisschen Alchemie machen. Da können wir dann einfach mal ausprobieren. So, die Schriftrollen, die kommen da rein, in den Tresor. Die Schriftrollen sind ja nicht gerade. Nee, die will ich nicht ausrüsten, die will ich ablegen. Denn wie wir gesehen haben, Schriftrollen sind ja nicht gerade billig. Die kommen dann da rein. So, was haben wir denn noch dabei? Bücher. Bücher. Ich glaube, wir haben. Jetzt müssen wir dieses einzige Bücherregal besuchen, das wir hier in unserem Hause haben. Ich weiß, es sind nicht viele. Es ist dieses eine hier. Aktivieren wir ein Bücherregal. Wie viel passen denn da noch rein? Zwei Bücher noch. So, dann können wir das hier ablegen und ablegen machen. So. Das kommt da allerdings nicht rein, meines Begutachtens. Hier kommen nur richtige Bücher rein. Auch wenn hier alles durcheinander fällt, ist mir egal. So, das kann hier rein, das kann hier rein. Nee, Briefe kommen da nicht rein. Tagebücher auch nicht. Fett umgefallen. So. Oh, ein Beistelltisch. Ah. Da haben wir's doch. Nee, Tagebücher kommen da auch nicht rein. Tagebücher, wo tue ich denn Tagebücher hin? Vor allem da, wo ich sie auch am Ende wiederfinden werde. Denn jetzt tue ich ja alles in irgendwelche Truhen rein und am Ende weiß ich nicht mehr, wo ich sie hingetan habe. So, Schlüssel können wir behalten, die wiegen ja nichts. Ist ja kein Thema. So, jetzt müssen wir gerade gucken, was haben wir noch bei mir, was wir nicht brauchen. Zaubertränke, 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 Zaubertränke. Da muss ich auch mal was sortieren. Kleidung haben wir auch noch da. Aber erst einmal kümmere ich mich um Zaubertränke. Wir haben zwar im Keller jede Menge Tresore, aber wenn wir ganz ehrlich sind, da will ich nichts reintun, denn da muss ich jedes Mal in den Keller runter, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. So, ich tue jetzt erstmal alles rein, was wir hier so an Zaubertränken haben. Dann gehen wir wieder in den Kleiderschrank. Ist eigentlich ein Kleiderschrank, ich weiß. So. So, wir nehmen erstmal Gift. Habe ich gerade ein Gift zu mir genommen? Ich habe gerade ein Gift zu mir genommen, oder? Ah! Ich habe alles genommen. Ich Vollpfosten. Was passiert davon, wenn man die falschen Tasten drückt? Ich wette, den könnte ich behalten, aber ich nehme jetzt einfach mal wieder heraus aus dem Sortiment. So, Kleiderschrank, was muss ich denn drücken? E muss ich drücken. Ganz wichtig. E. Was war es? Ein schwaches Gift. Der Lähmung, auch gut. Das können wir mitnehmen. Werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber. Ich nehme es mal mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ausdauer wiederherstellen. Magicka wiederherstellen. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das ist wichtig. Magicka. Das ist auch wichtig, wenn wir mal in brenzlige Situationen sind. Ich weiß ja nicht, was wir. So, die großen Flaschen. So. Was noch? Was noch? Was haben wir hier reingetan? Haben wir schon eigentlich einen Schrank mit Kleidung? Ich glaube nicht. Das brauchen. Obwohl, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Könnte auch sein, dass wir es hier hinten reingetan haben. Nee, da ist leer. Da ist leer, da ist voll. Da sind aber Waffen drin, das weiß ich. Was haben wir hier drin? Amulette. Okay. Ah, hier können wir ja Kleider reintun. Bekleidung. Das können wir ja später nochmal optimieren, dass da in jede Truhe etwas eigens Zugewiesenes reinkommt. Aber so wie es jetzt aussieht, gucke ich mal gerade durch. Wir haben an Waffen. Oh ja, Waffen müssen wir noch was ablegen.
Das ist ja das Schwerste an dem ganzen Kram hier. So, was nehmen wir denn ab? Den Zwergenbogen nehme ich mit. Ah, das ist ein Schrank. Ja, komm, toll. Dämmerbrecher kommt mit. Elfenbogen kommt mit. Elfendolch. Brauche ich den? Kann ich ablegen. Kann ich ablegen. So, das war's auch schon. Eisenpfeil, komm weg damit. So, dann gucke ich mal durch. Da hat man alles, da hat man alles, da hat man alles und ja, den Rest muss ich entweder verkaufen oder noch wegstellen. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Da kann man wieder gehen. So, gucken. Nackig sind wir nicht. Wir haben alles an. Rüstung haben wir an. Ja. Mein Schwert sollte ich eventuell nochmal auswählen. Sonst vergesse ich das dann wieder bei der nächsten Folge. Und dann stehen wir da und... Kacke, kein Schwert in der Hand. Und dann gehen wir wieder fett drauf, weil wir mal wieder fett genug haben. Wie wir das schon mal so gerne machen. So, jetzt reise ich noch zu dieser komischen Festung, deren Namen ich leider nicht aussprechen kann, da ich dieser Sprache nicht mächtig bin. Einfach irgendwelche sinnlosen Buchstaben hintereinander rein, das dann ein Wort ergeben soll. Gut, das kann ich auch. Ob man es dann am Ende auch gescheit aussprechen kann, ist die andere Frage. Kommt drauf an, wer sich sowas ausgedacht hat, keine Ahnung. Ich nenne jetzt keine Nationalität, da mache ich mir nur Feinde damit. Denn es könnte irgendwas, keine Ahnung, vielleicht habe ich das ja... Ich kann nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Wo habe ich denn jetzt hier einen Feind in der Nähe? Ich habe keinen gesehen. Was? Was war das? Was war das? Ja? Ah ja, da will also wieder mal jemand hier bei mir einbrechen, habe ich bemerkt. Da sind sie ja. Na, kommt her, Schnuckis. Ich hab gehört, jetzt gibt's einen auf die Fresse. Woher seid ihr gekommen? Fangt jetzt an zu heulen? So! Ist das... Meine Wand fiel, das war gar nichts. Gnade! Guck mal, ich habe einen Vampir bei mir und ihr seid einfach nur ein paar blöde Banditen, die jetzt hier fett Nuben werden. Boah, der Dämmerbrecher macht gut Damage, habe ich das Gefühl. So, naja, hat sich doch gelohnt. Ich meine, ich habe kaum Schaden genommen. Oh ja, stöhn du da mal was zusammen. So, der hat 104 Gold. Der hat sich schon mal gelohnt. Der hat zwar was wert, aber komm, bitte, Leute. Wegen jedem Krümel, den wir jetzt hier aufsammeln können, müssen wir jetzt nicht rumpinzen. Ich meine, momentan haben wir keinen Geldmangel. Gut, später werde ich wieder sagen, hätte ich es doch mal lieber gemacht, weil wir jetzt wieder Geldmangel haben. Ja, bla, bla, bla. Geldmangel werden wir immer haben. Da kann ich verkaufen, was ich will. Ob ich jetzt 150 mehr einnehme oder weniger, das ist vollkommen egal. Probleme mit der Kohle werden wir immer haben. Das ist einfach so. Probleme mit Geld muss einfach sein. Da kommen wir nicht herum. Nicht. Da kommen wir nur herum, wenn wir cheaten. Nein, das machen wir nicht. Also da kommen wir nicht herum, wenn wir nicht cheaten. Oder ich weiß auch nicht, mein Deutsch ist auch nicht gerade das Beste gerade gewesen. So, aber ich habe ja gerade schon gesagt, die Folge wird jetzt zu Ende sein, damit wir nicht zu viel machen. Meine Aufnahmesession ist jetzt auch schon wieder rum. Ich habe jetzt, glaube ich, wie viel lange habe ich aufgenommen? Ich glaube, das waren jetzt 5 Folgen. 4 oder 5 Folgen. 20 bis 30 Minuten. Das hat schon was. Stachelgras. Grassamen hinzugefügt. Cool. Naja, auf jeden Fall, die Folge ist jetzt vorbei. Die Session ist jetzt rum. Ich hoffe, es hat euch wieder mal... Was? Na? Ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht, mir zuzugucken. Beim Zocken, wie ich hier fett faile und einfach alles platt mache, wie wir das hier durchmachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim!